Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deponia. Okay, also das letzte Mal haben wir festgestellt, wir können leider nicht wieder zurück. Wir müssen erstmal voran ins Industriegebiet zu Doc. Also da werden wir jetzt auch hingehen. Okay, Industriegebiet. Poki? Was man nicht alles tun muss, um ein Spiel zu designen. In diesem Falle zum Beispiel Rohre verlegen. Dieses Rohrlabyrinth da oben, das wird im späteren Verlauf noch eine größere Rolle spielen. Das haben wir mehrfach umdesignen müssen, weil, aber da erzähle ich gleich wahrscheinlich mehr oder später wahrscheinlich mehr. Dazu gibt es nämlich ein kleines Minigame. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Aber wir haben ja vor allen Dingen durch das gesamte Level auch noch Rohre verlegt. Und zwar haben wir, das ist eines der fiesesten Rätsel, sollte es ursprünglich mal sein, zumindest in Kapitel 4, weil es halt ein Rätselkomplex ist, wo man unterschiedliche Sachen miteinander kombinieren und in Beziehung setzen muss und unter anderem eben auch verschiedenfarbige Rohre, die wir durchs gesamte Level verlegt haben. Meine Güte, haben wir uns da einen abgebrochen, bis wir da schließlich eine zufriedenstellende Mechanik gefunden haben. Und ja, das war wieder großartige Zusammenarbeit mit Bade, der als Head of Game Design die ganze Zeit über gedacht, das ist doch zu kompliziert, Proki. Das schnallt niemand. Und im Endeffekt haben wir es glatt geschliffen bekommen mit verschiedenfarbigen Rohren. Hier unten rechts ist es allerdings so Messingfarben und deswegen gar nicht so verschiedenfarbig in Bezug zu den anderen Rohren, die ja auch alle Messingfarben sind. Ich hätte das vielleicht an irgendeinem anderen Screen erzählen sollen. Was hätte ich denn zu diesem Screen erzählt sonst? Vielleicht, dass es den auch als sehr altes Scribble von Micha gibt. Bevor er den eigentlichen Deponia-Stil gefunden hat, war eins der ersten Gebäude auf dem schwimmenden Schwarzmarkt, das er mal gescribbelt hatte, tatsächlich Docs Hausboot. Und aus dieser Richtung sieht man noch nicht mal, dass es so richtig, dass es ein Hausboot ist. Das sieht man schon im Hinterhof ein bisschen besser. Aber von der Form her sah es schon so ungefähr aus. Nee, nicht wirklich. Da kann ich gar nichts dazu sagen. Okay. Das Vieh hatte ich eben gerade schon gesehen. Das ist ja lustig. Wie so eine Entenschnabel-Gecko-Kreation. Okay. Da guckt's wieder. Wie cool. Ich find's mega cool. Oh, und hat's da irgendwas gefangen? Dieser kleine grüne Strich, der da gehüpft ist? Okay, das sind die Rohre. Das habe ich mir auch eben schon gedacht, dass das wahrscheinlich ein Minigame wird. Hier unten ist noch ein grünes Rohr. Was hatte ich hier? Oh, hier geht's zum Fragezeichenraum. Airbag-Kiste, okay. Ein Ofen. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Okay, können wir den öffnen? Dazu, da können wir vielleicht unsere Sardelle drin braten. Ich kann später noch grillen, auf den glühenden Trümmern des Organon. Hey, das sollte ich mir für meine Siegesansprache merken. Okay, ich finde das immer wieder gut. Egal, ob das jetzt nichts damit zu tun hatte, dieser Fisch mit dem Ofen, aber die Sprüche von Rufus immer wieder wert, einfach irgendwas zu nehmen und einfach irgendwo damit hinzuklicken. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Okay. Können wir aber nichts nehmen. Können wir raufgehen? Nest. Können wir hier rein? Cleverbite. Dem wollen wir vielleicht nicht zu nahe kommen. Farbeimer. Docs Werkstatt. Poki. Wir gucken erstmal, was wir machen können. Ausgerechnet weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Isolierbar. Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Ja, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal gespürt. Gell, Rufus? Nehmen wir trotzdem mit. Eine Kurbel. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Her damit. Eine Kurbel haben wir jetzt. Und Isolierband. Ein Stock. Ein Stock für Cleverbite. So.
So. Können wir hier hinten irgendwo hin? Okay, hier scheint auch nichts mehr zu sein. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefasel, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Okay. Platz. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Ich werd nicht mehr. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zackst du es mir dann nicht einfach? Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Och, du Mieser. Ganz schön frech. Lässt du mich bitte herein? Das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte, 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 bitte. Aufhören, bitte aufhören. Meine Zeitkreise überladen noch. Ja, blöder Köter. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Ich würde mal sagen, hol Stöckchen. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass ich dich dann vielleicht sogar durch. Okay. Dann. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möb, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder?
Okay, Stock werfen geht also nicht. Ja gut, Fisch würde auch nicht. Fisch werfen? Mal sehen, ob der immer noch lacht, wenn ich ihm sein blödes Blechmaul gestopft habe. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Okay, wir müssen hier durch. Was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Darauf wird wohl nichts. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkreditiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Das wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen, jawohl. Es liege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Puh, sag das doch gleich. Okay, ein Farbeimer. Gut, haben wir hier noch irgendwas in dem Raum, was wir noch nicht angeklickt haben? Wir müssen irgendwas mit dem Stock machen, damit er den holt. Also, Poki, was gibt's hier zu der Szene zu sagen? Docs Ersatzteilladen ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um einmal zu versuchen zu erklären, wie ich mir das vorstelle, dass halt das Spiel, das Computerspiel als Erzählmedium, jetzt wird es sehr theoretisch, tatsächlich ein paar Sachen machen kann, die man mit nicht interaktiven Medien, also mit Filmen oder Büchern, eben nicht so gut umsetzen kann. Und gerade hier diese Szene, in der Clever Byte den Zugang zu Docs Praxis versperrt, ist dafür besonders gut geeignet, weil hier tatsächlich das Hindernis, also das tatsächlich oberflächliche Hindernis, dass ein Wachhund halt die Praxis versperrt, tatsächlich so eine gewisse Kongruenz mit den inneren Hindernissen von Rufus hat, dass er halt nicht in der Lage ist, die Überlegenheit dieses hochtechnisierten, cleveren Roboterhundes anzuerkennen und sich dadurch mehr Schwierigkeiten selber macht, als eigentlich nötig wäre. Also ich bin Schauspielerin, ja? Ich spiele jede Szene so, wie sie von mir verlangt wird, ja? Und was in mir vorgeht, das erfährt kein Mensch. Das kriegt niemand raus. Das hat mein Cousin nicht geschafft, das hat mein Erdkundelehrer nicht geschafft, das hat mein Bewährungshelfer nicht geschafft, die drei Psychologen, die man auf mich losgelassen hat, meine mehreren Exen, das hat niemand geschafft, ja? Keiner kriegt das raus. Ich habe ein Pokerface. Und was ich in so einer Szene mache, diese inneren Konflikte, dieser Konkurrenzdruck, das ist alles gespielt. Das ist natürlich so gut gespielt, dass immer alle denken, sie wüssten was beim... Nein, gibt's auf, Leute. Ihr kriegt es nicht raus. Und du auch nicht. Ja, okay. Aber eine zweite Sache, die noch, mir noch zum Thema Cleverbyte einfällt, ist, dass der Name tatsächlich ein kleiner, natürlich kumpelig und nett gemeinter Gruß an einen befreundeten Spieleprogrammierer ist, der tatsächlich ein hochtalentierter Computerfreak sozusagen, der in einem Freundeskreis sich bewegt, in der es halt schick ist oder schick war, sich möglichst coole Pseudonyme, so die Street Names der Spieleprogrammierer, also die Nicks sozusagen zuzulegen. Und mittlerweile sehen sie das, glaube ich, ein bisschen entspannter. In ihren jungen Jahren fanden sie es, glaube ich, gehört es da einfach zum guten Ton. Und tatsächlich bin ich über eine Ecke darauf gestoßen und fand das sehr amüsant, dass sein Nickname in dieser Szene eben Clever Byte war. Und das fand ich tatsächlich so lustig, dass ich halt diesen Namen gleich in mein Spiel eingebaut habe für einen Robohund. Fand ich das irgendwie sehr passend. Wegen Clever Byte. Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Ah, alles klar, okay. Da hat er privat das wieder in das Spiel eingebaut. Sehr cool. So. Können wir irgendwas kombinieren? Isolierband mit Hebel? Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Mhm.
Kurbel mit Stock. Das würde einen prima Grillspieß abgeben. Leider wäre dieser Blechköter nur schwer verdaulich. Okay, wir gehen nochmal zurück vor Docs Werkstatt. So. Hier geht's auch noch lang, hier geht's auch noch lang. Oh, so viele Räume. Und hier geht's nach oben. Hier ist eine Aussichtsplattform. Ei im Schornstein. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Dann nimm den Stock dazu. Ich rühre grundsätzlich... Die Kurbel wird ja kaum... Okay. Irgendwie müssen wir das da rauskriegen. Isolierband. Ich rühre Kurbel. Ich rühre Fisch. Ich rühre Okay. Dann müssen wir später nochmal herkommen. Dann erstmal wieder runter. So, okay, gehen wir erstmal nach hinten. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Okay, und hier lang? Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner. Okay, also hier und hier können wir noch nicht lang. Ein Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Gut, hier haben wir die Karte. Aber wir können ja hier nicht zurück. Erst einmal muss ich... Wäre ja noch... Genau. Dann... Ofen. Den Stock vielleicht in den Ofen? So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Alles klar. So. Okay, hier konnten wir nichts mitmachen. Können wir den Köder ins Nest legen? Über der Idee sollte ich wohl noch... Okay, dann geht's vielleicht doch hier hinten bei Docs Werkstatt weiter. Okay, da sind wir wieder hier bei Cleverbyte. Farbeimer. Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Der Köder? Dann schon eher schwarz. Okay. Wir haben noch Isolierband, aber das im Farbeimer. Dann schon eher schwarz. Okay. Und die Kurbel? Dann schon eher schwarz. Und vielleicht. So, haben wir. Ah, eine Lampe. Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo! Da Capo! Okay, können wir mit Isolierband? Vielleicht ist ja die Fassung... Da Capo! Da Capo! Okay, mit Isolierband geht es nicht. Isolierband an den Stock hatten wir probiert, oder? Ah, nein. Okay, isolierter Stock. Lampe? Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was
wann der Schlag fertig ist. Was, so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Okay. Isolierter elektrisch aufgeladener Stock. Können wir den jetzt hier in Farbeimer? Dann schon eher schwarz. Wir sind vielleicht. Okay, clever Byte. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge, ich werd nicht mehr. Okay, der Hund hat sich zu Tode gelacht. Aber vielleicht ist er auch nur defekt. Der Doc kann ihn ja wieder reparieren. Okay, dann geht's jetzt hier zu Doc. Oder auch nicht zu Doc. Wo sind wir denn hier wieder gelandet? Elektroden? Da kriegen wir wieder eine geschockt. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Eine Uhr. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Okay. Hier geht's nicht durch. Okay, hier geht's weiter. Habe ich hier alles? Poki? Tja, jetzt sind wir ja nur auf dem Weg zu Docs Labor oder wenn ihr es später angeklickt habt, wieder raus aus Docs Labor, vielleicht wieder rein in Docs Labor. Wir haben hier einen Screen, der momentan einfach nur eine Schleuse ist. Ein kleiner Zwischenraum, sehr parallelistisch aufgebaut, hat noch nicht sehr viel Bedeutung scheinbar, aber tatsächlich findet im späteren Verlauf des Spiels hier, ja, ich wage es überhaupt, meine Lieblingsszene in Chaos of Deponia statt. Und zwar großes Chaos. Wir werden hier Rufus mit einer ganz besonderen Person konfrontieren. Aber ich kann es leider nicht verraten. Aber die Szene ist tatsächlich, ich finde sie persönlich brillant. Das ist Eigenlob, ne? Oh Mann, es stinkt. Schnell raus hier aus der Schleuse. Freut euch drauf. Alles klar. Okay, dann gehen wir jetzt hier weiter zu Doc. Oder im nächsten Raum. Hey Doc, Rufus. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter. Die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Niveau. Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen.
noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Ja, selber haben wir auch kein Geld. Und sonst früher haben wir auf Toni angeschrieben und jetzt schreiben wir halt auf den Doc an. Das sieht aber auch nicht so gesund aus hier mit diesem Sägeblatt, der Säge hier oben, die Spritze und was auch immer das hier für eine Kartusche sein soll. Also, ich weiß nicht, ob der Doc so ein hervorragender Arzt ist. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Bowl? Bowl! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Er wollte schon wieder einen Espresso brauen. Doc, okay, haben wir hier noch irgendwas? Ein Schraubenzieher. Den leihen wir uns aus. Eine Schublade. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Okay, wir müssen Doc ablenken, damit wir an die Schublade kommen. Vielleicht später, während er die Operation durchführt, können wir vielleicht hier die Schublade öffnen. Oder haben wir was? Können wir Doc vielleicht... Guck mal, Doc, wir haben was zu essen für dich. Was kannst du mir zum Thema Angeln erzählen? Kommt drauf an. Türangeln oder neuronale Mikroangeln? Ich schaff das doch allein. Okay. So, was haben wir hier oben noch? Tiefkühltruhe. Ein Hai? Aber wir waren doch gar nicht wirklich unter Wasser eben. Okay, hier geht's zwar runter, aber... So, können wir da irgendwas anderes machen? Nein. Wir könnten was reinlegen. Wir können den Köder reinlegen. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Okay. Poki. Mal wieder bewusstlos. Wunderbar. Ja, wart's doch mal ab. Wir sind ja gerade erst am Anfang des Spiels und ich meine immerhin... Hauptrolle. Rufus ist ja schon da und kann Doc halt dabei assistieren, dich wieder zu Bewusstsein zu bringen. Welche Hauptrolle schläft denn die ganze Zeit? Da gibt's einige. Hier, Dornröschen, Mac Ryan in Schlaflos in Seattle. Ja. Klar hat die geschlafen. Okay, der Titel heißt Schlaflos, aber... Also ich habe geschlafen bei dem Film. Irgendjemand schläft halt und du schläfst auch. Also ist ja nur Zwischenzustand. Weiter geht's. Okay, hat sich zu Recht beschwert. Wirklich, immer wenn wir sie treffen, ist sie bewusstlos oder sie schläft. So wirklich viel Hauptrolle hat sie in dem Spiel noch nicht gehabt. Aber vielleicht ändert sich ja es bald. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück und schauen, ob wir leere Datasetten kaufen können oder anschreiben auf unseren lieben Doc. Aber dazu in der nächsten Folge. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.